Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an seine geliebte Tochter Lourdes Maria, 6. November 2016. Mein geliebtes Volk, ich trage euch in meinem Herzen. Mein Volk wird fortwährend von mir behütet. Nicht alles, was geschieht, ist das Ergebnis der menschlichen Umwelt. Tatsächlich verhindert der menschliche Stumpfsinn, dass mein Wort in das Gewissen des Menschen eindringt und er auf diese Weise meinem Willen folgt, der auf meinem Wort basiert, auf das der Friede in jedem meiner Kinder mit Körper, Seele und Geist gelebt werde. Mein geliebtes Volk, der Körper geht auf einem anderen Weg als die Seele und der Geist. Das ist jedoch kein Leben nach meinem Willen. Wer auf diese Weise weiterlebt, wird die Fülle nicht erreichen, sich mit mir zu vereinen. Mein Friede, der dem Menschen innewohnt, spende die erforderliche Lebenskraft, damit Körper, Seele und Geist mit dem großen Labsal meiner Liebe erfüllt werden und so alles innerhalb und außerhalb des Menschen fließt und sich vereint. Das schlechte Verhältnis von Körper, Seele und Geist hat dazu geführt, dass die Menschheit in einem Chaos lebt, welches sie zur Selbstzerstörung führt. Und aufgrund der Gleichgültigkeit, die der Mensch meiner Liebe und meinen Aufrufen zu einem angemessenen, würdigen und friedvollen Leben entgegenbringt, ist überall das geistige Chaos zu spüren, in dem die Menschheit heute lebt. Meine Kinder täuschen sich selbst, einige, weil sie sich dem Teufel ausliefern, andere, weil sie behaupten, ständig nach einem Leben an meiner Seite zu streben, obschon es nicht wahr ist. Es handelt sich dabei nur um eine weitere Täuschung, damit das menschliche Ego die Kontrolle über jeden Einzelnen erlangt. Wer mich liebt, legt sein menschliches Ego ab, damit die Kraft Gottes alles Leben vereint und jeder Augenblick von tiefster Dankbarkeit erfüllt ist, die der Mensch unserer Dreifaltigkeit entgegenbringt. Jedes meiner Kinder soll lernen, edel und bescheiden zu sein, um sein persönliches Umfeld, in dem es lebt, zu verändern. Trotz meiner wiederholten Aufrufe habt ihr nicht verstanden, dass wenn ihr eure persönlichen Bedürfnisse nicht hinten anstellt, ihr, meine Kinder, weiterhin die Akteure der Entfaltung eures Lebensdramas sein werdet, bis ihr euch in einem einzigen Moment mit mir vereinen und begreifen werdet, dass ich bin der ich bin. 2. Mose 3:4, und für immer mit mir eins werdet. Ihr glaubt nicht an mein Wort, das vorausschaut, verkündet, warnt und vor allem liebt. Ihr vergesst, dass der Hochmut jeden Einzelnen bestraft. Auf eurem Weg werdet ihr vom Hochmut der Vergangenheit eingeholt. Einige meiner Kinder erleiden geistlichen Hunger, doch wollen sie sich nicht an dem, was ich ihnen zukommen lasse, erlaben, um den Geist im Vergleich zu menschlichen Ich stärker wachsen zu lassen und sich den geistlichen Werden hinzuwenden. Wer nicht bereit und davon überzeugt ist, nach meinem Willen zu leben, wird irgendwann abtrünnig werden. Mein Wille ist alles, was der Mensch braucht, um Frieden zu finden. Mein geliebtes Volk, um mich zu finden, müsst ihr zunächst Demut finden, denn ohne Demut wirkt jede Reaktion von euren Mitmenschen wie ein Stromschlag, dem ihr euch nicht widersetzen könnt. Diese Reaktionen sind die Antwort auf euer Verhalten und hinterlassen tiefe Wunden bei euch und eurem Nächsten. Nicht alle meine Kinder sind dazu auserkoren, meine Botschafter zu sein, und nicht alle meine Botschafter sind Propheten, doch liebe ich alle meine Kinder gleichermaßen mit ewiger Liebe. Demut ist erforderlich, damit ihr meine Liebe in persönlicher und gemeinschaftlicher Weise lebt. In diesen Zeiten führt diese Behinderung meiner Entscheidungen dazu, dass der Mensch vom Neid befallen und zu einem Scharfrichter, nicht nur meiner Werkzeuge, sondern auch meines Willens wird. Mein Volk, ich spreche zu dir, weil ich nicht zulassen werde, dass du mit leeren Händen dastehst, während du die Quellen reinen Wassers verleugnest und den Schatz ignorierst, den jeder für das ewige Leben in sich trägt, während du all das ignorierst, was ich dem Menschen angeboten habe, damit er nach einmal nicht nur meiner Liebe, sondern allgemein zu einem Werkzeug des Friedens für die Menschheit zu werde. Mein Volk, nutze deinen Verstand, um zu begreifen, dass du dich nicht in Zerstreuung verlieren sollst. In dem Moment, in dem sich jeder von euch einredet, zu erkennen, erkennt ihr weniger als ihr glaubt. Das ist der Stolz des menschlichen Ichs, den ihr nicht abzulegen vermögt. Meine Geliebten, wenn ihr zwar erkennt, einen Körper mit Begabungen zu haben, ohne aber Seele und Geist zu entdecken, dann beschränkt ihr euch selber, weil ihr vom Geist, vom Gedanken und vom Herzen her und dadurch sehr irdisch, aber wenig geistlich, lebt.
Ihr seid voll und ganz im Weltlichen verwachsen, wodurch verhindert wird, dass euch mein göttliches Licht mit der Weisheit meines Heiligen Geistes erfüllt. Mein Geist schenkt dem Menschen, was der Mensch bereitwillig empfängt. Mein Volk, Körper, Seele und Geist müssen sich vereinen. Der Einklang zwischen ihnen lässt den Menschen reifen und sorgt dafür, seine wahre Mission auf Erden zu erfüllen, die vollständige Entwicklung zu einem meiner Kinder. Mein Volk. Zwei Mächte trafen in der Geschichte der Menschheit immer wieder aufeinander, Gut und Böse. In diesem entscheidenden Augenblick muss jedes meiner Kinder die Notwendigkeit erkennen, zu einem Werkzeug meines Friedens zu werden. Alle sollten mich erkennen, um mich zu lieben, denn gerade die Unkenntnis gegenüber der unendlichen Liebe meines Vaters für die Erlösung des Menschen hat im Laufe der Geschichte die Menschheit dazu gebracht, die Wahrheit und den Sinn meiner Aufopferung zu verfälschen. Der Mensch hat einen unruhigen Geist, dem keine Nahrung für die Wahrheit gegeben wurde. Als Folge davon und aufgrund der erbärmlichen Unterweisung meiner Kinder ist der Geist des Menschen auf der Suche nach mehr Geistlichkeit und nach einem Leben, um mehr meinem Willen gemäß und vor allem mehr nach dem Geist und weniger nach dem Fleisch zu leben, auf viele Irrwege geraten. Der Mensch wurde eingeschränkt und das Böse hat den menschlichen Willen an sich gerissen, um ihn nach seinen Gunsten zu formen und auf Irrwege zu führen, auf denen das Böse wandelt. Bis zu dem Punkt, an dem sich diese Generation momentan befindet, ein Moment, der durch Verleumdungen gegen mich und die Absicht geprägt ist, mich aus der Welt zu schaffen, um sie der Herrschaft Satans zu unterwerfen. Jeder von euch, meine geliebten Kinder, besitzt geistliche Kräfte, die mich wie ein Magnet zu euch führen, wenn ihr aufrichtig nach mir strebt. Ihr könnt mich nicht allein durch den Intellekt erkennen. Ihr könnt mich nicht allein durch gute Absichten erkennen. Ihr könnt mich nicht allein durch den Verstand, die Gedanken oder die Vernunft erkennen. Ihr sollt wissen, dass jedes meiner Kinder die Einheit in sich aufrecht erhalten muss, damit mich diese anzieht, und die Anziehungskräfte dieses Magneten sind: Liebe, Gehorsam, Demut, Hoffnung, Barmherzigkeit und Glaube. Jede Einheit ist die Kraft, die mich zu euch führt. Mein geliebtes Volk, das Böse hat sich vereint. Meine Kinder zerstören sich selbst, angesichts der törichten Überzeugung, meine Wahrheit zu kennen. Sie interpretieren mich nach Belieben. Sie lieben mich weder im Geiste noch in Wahrheit. Sie behaupten, mich zu erkennen, wenn sie mir mit minimalem Aufwand und geringster Kraftanstrengung gehorchen, vorausgesetzt, dass ihre Interessen hierdurch nicht eingeschränkt werden. Ich bestrafe die Menschheit nicht. Der menschliche Hochmut straft sie selbst, wenn der Freiwille missbraucht wird. Dem Bösen ausgeliefert, das ihn kontrolliert, lehnt sich jeder Mensch gegen das Gesetz auf, indem er sein eigenes Recht schafft, das ihn in geistliche und körperliche Zerstörung führt. Die Welt hat den Menschen für sich eingenommen und der Mensch ist an dem Punkt angekommen, an dem die vergessenen und missachteten Prophezeiungen in Erfüllung gehen. In diesen Zeiten biete ich euch die Arche der Erlösung an, meine Mutter. Vertraut auf ihren Schutz und so werdet ihr von ihrer lieben Hand geführt, um den wahren und einzigen Weg der Erlösung und des ewigen Lebens zu finden. Mein Volk, betet für die Vereinigten Staaten. Es herrscht Verwirrung und so breitet sich der Zorn der Menschen in diesem Land aus. Die Macht des Bösen hat den Verstand meiner Kinder befallen, und so wurde das göttliche Gesetz immer weiter eingeschränkt und der Freiwille der Herrschaft Satans unterworfen. Naturkatastrophen werden dieses Land lähmen. Bittet, meine Kinder, betet. Peru wird erschüttert werden und leiden. Überschwemmungen werden dieses Land heimsuchen. Bittet, meine Kinder, betet. Chile erzittert. Die hohen Berge zeigen ihre Macht. Bittet, meine Kinder, betet für Italien. Ich werde mittlerweile von diesem Land verleugnet. Das Land wird erschüttert und geteilt werden. Bittet, meine Kinder, betet. Meine Kirche erzittert. Meine treuen Kinder werden treuer und die Verfolger zu noch größeren Feinden meiner Kirche werden. Mein geliebtes Volk, lebe nicht, ohne ans Himmelszelt zu schauen. Die Menschheit wird große Umwälzungen erfahren. Der Krieg gegen die Menschheit wird nach und nach zur Realität, mit einer ständigen Bedrohung, die zur blutigsten Schlacht in der Geschichte der Menschheit werden wird. Mein Volk wird leiden und muss sich vorbereiten, indem es seinen Glauben ständig praktiziert. Ich werde euch meinen Friedensengel schicken, um mein Volk zu begleiten. Im Sinne meiner Liebe wird er meinen Kindern Hoffnung und Glauben schenken. Denkt daran, dass mein Friedensengel durch Liebe genährt wird. Dort, wo diese Liebe abgelehnt wird,
bleibt der Zugang zu meiner Barmherzigkeit versperrt. Die Menschheit muss sich meines Friedensengels würdig erweisen. Ich liebe euch, meine geliebten Kinder. Ich liebe euch mit ewiger Liebe. Siehe, ich habe dich angezeichnet in meine Hände, deine Mauern habe ich immer da vor Augen, Jes 49:16. Ich segne euch, euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit ohne Sünde empfangen. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, Gott vergisst uns als seine Kinder nicht. Er kennt unsere Schwächen und auch mit ihnen liebt er uns. Er kennt unsere tiefsten Gedanken, doch unterstützt er sie nur, wenn sie dem Gesetz Gottes folgen. Als ich die Hände Christi erblickte und die Stigmata in seinen Handflächen sah, wurde ich von der Macht der unendlichen Liebe durchströmt, die daraus hervorgeht und mit der Christus sogar in diesen Zeiten großen Verfalls sein Wort weiterhin verkündet. Als Christus mir diesen Aufruf diktierte, mehr Geist als Fleisch zu werden, führte er mich zum Ort seiner Stigmata, die vielen Namen tragen. Ich weiß, dass jeder sofort erkennen wird, was diese Vision bedeutet. Er nimmt unseren vollständig ausgeschriebenen Namen in seine Handflächen auf, und dies, Brüder und Schwestern, soll uns mit der Liebe Gottes erfüllen. Die Angriffe hören nicht auf, doch jeder von euch bringt uns Christus ein Stück näher, um mit ihm, wenn auch nur geringfügig, seinen Schmerz zu teilen. Das gibt uns die Kraft, Christus nicht zu vernachlässigen. Selbst wenn alle uns im Stich lassen, bleibt Christus allgegenwärtig, die ewige Liebe, die uns nie verlässt, der Einzige, der missachtet und ignoriert wird, und trotzdem immer da ist, denn seine Liebe ist grenzenlos und weicht nie von uns. Brüder und Schwestern, nichts, was auf der Welt geschieht, kann uns von Gott trennen, rein gar nichts. Es gibt nur eines, Brüder und Schwestern, was euch von Gott abhalten kann, ihr selbst. Amen.